So, wir sind jetzt wieder da und ja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Es sind immer so total dumme Sachen, die ich nicht mitkriege. Ich habe eben auch schon versucht, alles darauf anzuwenden. Diese Gemälde könnten mal abgestaubt werden. Ja, muss man. Wir brauchen eine andere Lösung. Abstauben? Diese Gemälde könnten mal abgestaubt werden. 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 Das nennt man Versuch und Irrtum. Geht nicht. Hinter dem Bild. Diese Gemälde könnten mal abgestaubt werden. Denk nach, Sylvie. Geht nicht. Diese Gemälde könnten mal abgestaubt werden. Das nennt man Versuch und Irrtum. Denk nach, Sylvie. Da war das Schlüsselloch. So, dann steht auf dem Zettel. An diesen Trick kann ich mich noch aus meiner Kindheit erinnern. 1, 5, Der 6, Code 5. Ist klar lesbar. Wunderbar. So. 1. Denk nach, Sylvie. Hallo? Das funktioniert nicht. Falsche Kombination. Das funktioniert nicht. 1. 5. 6. 5. Und jetzt machen wir davon einen Abdruck. Warum auch immer. Wieder an seinem Platz. Ich habe versprochen, keine Unordnung zu machen. Lol. So. Was ist denn da drauf? Diese Vision schon wieder. Die Ritter schauen in den Himmel. Was kann das bedeuten? Ja, wunderbar. Ich würde das gerne lesen. Ein Portal wie das auf Gozo und ein Quadrant auf dem Sockel vorne. Die Zeichnung der Planetenkonjunktion muss sich hierauf beziehen. Tomb Raider! Hallo? Heiliger Vater, gütiger Hirte, seine Heiligkeit Pius der Vierte, dieser unerbittliche Türke Lala Mustafa Pascha unter dem Banner des berühmten Suleiman belagerte unsere Insel mit 50.000 Mann starken Armee. Gegenüber einer solchen Macht sind unsere Streitkräfte winzig und ohne Verstärkung werden wir nicht länger als einen Monat überleben. Wir bitten euch um Unterstützung, insbesondere Waffenhilfe. Wir werden unser Blut mit im Namen der heiligen Dreifaltigkeit nicht schonen und vertrauen auf Erlösung. Doch wir müssen umsichtig sein und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es Gottes Wille sein könnte, dass er uns straft, indem er den Ungläubigen den Sieg gewährt. Dies ist der Grund für den Fall, dass das Schlimmste eintritt, weshalb wir die Evakuierung dieses Objekts vorbereiten, dessen Natur nicht weiter beschrieben werden kann, als das Gottes Wort es in einer Kiste eingeschlossen hat. Im Jahre 1291, als die Malteser vor der Ungläubigen flohen und die gesamten Reichtümer ihres Ordens und der Tempelritter von Akon nach Zypern brachten, schwor Großmeister Jean Villers in aller Verschwiegenheit dieses Ding vor der Welt zu schützen. Papst Clemens V. bekräftigte diese Pflicht, als er im Jahr 1312 die Reichtümer der Tempelritter dem Malteserorden überließ, und er befahl ihnen, ihn über jegliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit besagtem Objekt zu unterrichten, ebenso wie jede Veränderung seines Aufbewahrungsortes. Das derzeitige Versteck diente seinem Zweck sehr gut, doch es wird nicht mehr sicher sein, sollten die Türken diese Insel überwältigen. Deshalb habe ich angeordnet, dass das Ding heimlich an einen sicheren Ort gebracht wird, gemäß meines Eides, den ich gab, als ich diese Stellung übernahm. Ein Portal wie das auf Gozo und ein Quadrant auf dem Sockel vorne.
Die Zeichnung der Planetenkonjunktion muss sich hierauf beziehen. Mhm. So, zurücklegen. Klappe zu, Affe tot. Zu. Leiter wieder an den richtigen Platz stellen. Naja, besser gesagt dahin. Ich weiß nämlich, dass wir die da gleich brauchen. Also. Der ist nämlich jetzt futsche. Und jetzt ist es an der Zeit, die Vorhänge des Kardinals zu zerstören. Genau. Ich sollte alles ordentlich hinterlassen. Aber jede Regel kennt Ausnahmen, oder? Besonders, wenn es ein Notfall ist. Ja. Da war noch was. Das da. So. Und jetzt ab nach Hause. Meine Güte, meine Güte. Dass man wieder nicht ohne Nachgucken ging, also. Schlimm. Naja. Das ist mein erstes Rätselspiel und ihr seht, dass das ganz schön schwierig für mich ist. Manch anderer sagt so, mein Gott, ist das so einfach. Sollte ich von hier aus springen? Nee, du nimmst deinen Enterhaken. Geht nicht. Abwärts. Eine Nonne, ich muss weg. Was, sie sind eine Nonne? Sind Sie frei? Ich möchte zum Flughafen. Kein Problem, Schwester. Das schaffen wir. Wann geht Ihr Flug? Hoffentlich bald. Vielleicht in einer Stunde? Mamma mia! Das hier ist nicht das Papamobil, wissen Sie. Ich habe es wirklich eilig. Ah, wenn die ewige Stadt nur nicht ständig verstopft wäre. Aber in Ordnung. Versuchen wir es. Gott segne Sie. Null problemo. Außer dem Segen kann ich Ihnen gar nichts geben. Sie meinen den Fahrpreis? Täuschen meine Ohren mich? Bitte. Was für ein Tag. Heute hat meine Freundin Geburtstag und ich habe noch nichts verdient. Vielleicht kriegen Sie am Flughafen was Gutes. Schwester, bitte, ich bin kein Gauner. Wie heißt sie? Wer? Ihre Freundin. Amaranta. Bestimmt mag sie Blumen. Ja, sie liebt sie. Dann gefällt dir dieser Strauß mit Blumen aus dem Garten des Vatikans bestimmt. Aus dem Vatikangarten? Der ist wirklich schön. Und der Geruch. Amaranta wird daran riechen, ihre Augen schließen und wenn sie sie wieder öffnet, werden sie voller Feuer sein. Schwester? Ich bin auch eine Frau. Ab geht's, würde ich sagen, ne? Die Flughafenkontrolle hat mein Gepäck überprüft. Gut, dass ich die Steine mit der Vatikanpost geschickt habe. Meint ihr, die Vatikanpost wird nicht durchsucht? Naja, gut. Ich frage mich, ob mein Paket schon da ist. Ja, wo soll das denn sein? Im Briefkasten? Oh. Ich hoffe, es ist ein Brief von James. Wenn man sich die Rechnung ansieht, muss der Roller um die ganze Welt gereist sein. Okay. An uns? Okay, das ist jetzt interessant. Silvi, anbei finden Sie die Übersetzung des Textes von der Steintafel. Ich habe mich bemüht, so genau wie möglich zu sein. Die Übersetzung sollte daher größtenteils brauchbar sein. Ich muss zugeben, dass diese Worte mir immer noch Furcht einflößen. Ich warne euch, lasst von diesem Stein um eurer unsterblichen Seelen willen ab. Als Papst Clemens V. den Templerorden auflöste, ordnete der inhaftierte Großmeister Jacques de Molare an, dass heimlich eine Kiste zum Malteserorden gebracht wird. Die Kiste sollte bewacht werden von einem Mann,
der mit dem Himmelskunde vertraut war. Die Kiste kann folgendermaßen geöffnet werden. Wenn man den passenden Block auf das Podest setzt, sollten dessen Ringe die Konjunktion bilden. Ihr müsst wissen, dass der allmächtige Gott in dieser Kiste die Macht erschloss, mit der er Sodom und Goron verwüstete. Gomorra verwüstete. Wenn ihr diese Kiste während der Konjunktion von Merkur, Venus, Jupiter und Saturn öffnet, indem ihr das Malteser-Weapon zweimal benutzt, könnt ihr diese Macht freisetzen und zu Gott zurücksenden. Oh mein Gott. Doch wenn ihr den Bolzen an der Seite der Kiste benutzt, strömt die unglaubliche Macht darin hervor und zerstört die Erde. Möge die Hand der Vorsehung euch aufhalten und halte es euch Geheimnis, das, danach ist der Text unleserlich. Absichtlich sollte man meinen, aber es ist nur ein Satz. Ich möchte Sie an unser Treffen im Gozo-Tempel erinnern. Wir müssen dringend reden, James. Sollen wir das Geschenk jetzt wieder auspacken? Ja. Wunderbar, wunderbar. Quatschen wir mal mit denen. Herr Kaflata, ich habe hier einen Abdruck eines alten Siegelrings. Lass mal sehen. Können Sie eine exakte Replik davon machen? Das ist ein Malteserkreuz. Natürlich kann ich das. Im Austausch gegen einen kleinen Gefallen. Schießen Sie los. Geh zu Tore und sag ihm, heute Abend ja. Sind Sie sicher? Heute Abend ja? Keine Sorge, dem Vogel passiert nichts. Puh, da bin ich aber froh. Hast du den Professor gefunden? Nein, aber ich habe einen Hinweis. Wie viele Tage ist es schon her? Es müssten 5 sein. Hoffen wir, dass dieser Hinweis dich schnell zu ihm führt. Nun, ich überbringe Tore jetzt die Nachricht. Viel Glück. Okay, dann gehen wir jetzt noch zu dem alten Opa hier und fragen den mal, was der so denkt. Ich habe meinen Onkel immer noch nicht gefunden. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Männer wie er sind aus hartem Holz geschnitzt. Es ist schon so lange her. Wo wurde er zuletzt gesehen? Auf Gozo. Dann sollte man dort nach ihm suchen. Ich verschwende meine Zeit nicht länger. Suchen Sie auf Gozo nach der Lösung. So, mal zwischengespeichert. Jetzt können wir auch durch die dunkle Gasse gehen, weil jetzt Tag ist und nicht mehr ganz so duster ist. Ah, da lüften die jetzt nachts, weil das Fenster zu. Katze. Miau, miau. Können wir nichts machen, oder? Nein, gar nichts mehr. Schade. So, dann sollen wir ihm was ausrichten. Wie läuft es? Wie geht das Geschäft? Ich hatte gestern ein paar Kunden. Sind zu den St. Paul's Islands gefahren. Netter Ausflug. Ja, ich habe ihnen gezeigt, wo der Apostel Schiffbruch erlitten hat. Und die Höhle, in der er eingesperrt war. Da waren wir auch. Sind um die ganze Insel gesegelt. Sie fanden es sicher toll. Sie waren begeistert. Nicht deswegen! Was meinst du? Sag's ihr! Sag's ihr! Sie mochten vor allem unsere Hauptattraktion. Die da wäre? Ich gebe die Befehle, er steuert! Und wie war es? Fantastisch! Wir haben uns gedreht und gedreht und gedreht. Aber die Passagiere fanden es trotzdem toll! Immerhin ist es unsere Attraktion. Ich habe eine Nachricht von Stefano. Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme Angst! Wie lautet sie? Also, Herr Kaflata bat mich zu sagen... Es ist vorbei! ...dass diesen Abend... Nein! Was denn, junge Frau? Heute Abend, ja. Du bist zum Essen eingeladen. Danke. Als was? Putz dir die Federn. Du musst schön aussehen. Welche Farbe soll ich tragen? Irgendwas, das zum Suppentopf passt. Oh. Nur ein Witz, meine Liebe. Tore! Du bist so ein Scherzkeks! Ihr Fleisch wäre wahrscheinlich zäh wie eine Schuhsohle. Haben Sie irgendwelche Informationen über meinen Onkel? Ich weiß nur, was mein Bruder mir erzählt hat.
Ich habe in den Zeitungen gesucht, aber nichts gefunden. In den alten Zeitungen aus dem Papierkorb des Professors wirst du auch nichts finden. Jetzt zweifelt er an meiner literarischen Auswahl. Wenn Sie irgendwas über meinen Onkel herausfinden, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich schicke den Papagei mit einer Nachricht. Komm lieber wieder vorbei. Tja, das hört sich ja klasse an. Dann, ideales Segelwetter! Halt den Schnabel, Vogel! Nein, wenn nicht mit dem Papagei, gehen wir jetzt einfach. Der Siegelring ist ja vielleicht schon fertig. So. Unser Bastelfreak von gegenüber. Haben Sie die Replik für mich? Bitteschön. An der einen Stelle ist es etwas ungenau, aber egal. Es ist schwer, so kurzfristig gute Arbeit zu leisten. Vielen Dank. Wenn man bedenkt, wie schnell Sie das gemacht haben, war das wirklich die Arbeit eines Meisters. Vizemeisters. Der wahre Meister war derjenige, der das Original gemacht hat. Hast du meinem Bruder die Nachricht überbracht? Natürlich. Wir werden zum Essen etwas Wein trinken. Möchtest du auch kommen? Ich kann nicht. Ich muss nach Gozo. Ah ja. Viel Glück. Schönes Abendessen. Schöne Suche. Toll. Naja, gut. Ja, dann. Auf nach Gozo. Mal wieder. Mit unserem eigenen Roller. Zeit, nach Gozo aufzubrechen und das Rätsel mit den Steinen anzusehen, das mein Onkel lösen wollte. Speichern kann ja nie schaden. Was für ein Auto steht denn da jetzt? Ist das James' Auto? Wer weiß das schon. Ich hoffe, dass ich diesem heuchlerischen Bastard nicht begegne, sonst nimmt er mir noch die Steine ab. Ich bleibe lieber weit vom Archäologen weg. Oh Mann, Sylvie, du brauchst ein bisschen Karate. Sylvie, lauf. Da hat jemand auch schon nach der Sternkonstellation geguckt. James sollte hier irgendwo auf mich warten. Ja, das scheint ja wieder sehr erfolgreich zu sein. Wenn ich ihn mal brauche, ist er nirgendwo zu sehen. Moment, was war da auf den Zeichnungen im Vatikan? Da bewegt sich nichts. Ich muss mir das genauer ansehen. Das nicht noch. Noch ein Portal. Unglaublich. Was er jetzt einfach macht, wer weiß, was der eigentlich vorhat, weil er gar nicht hier ist. Das ist die Skulptur von Simons Foto. Sieht man leider gar nichts drauf. Auf den Stein. Ach,
Okay. Das ist die Skulptur von Simons Foto. So hätte ich es von Anfang an machen sollen. Hab ich doch. Ja, ich will oben drauf gucken. Wenn nicht. Der ist es. Das ist die Skulptur von Simons Foto. Wunderbar. Es kann kaum besser werden. So. Der ist der richtige. Das ist die Skulptur von Simons Foto. So hätte ich es von Anfang an machen sollen. Haben wir? La 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 la. Nein. So. Das Glück ist mit den Mutigen. Fertig. Draußen stand ja so ein Zeug rum. Schauen wir uns das mal an. Natürlich schlau, dass wir die Steine einfach da hinlegen. Der Kellereingang ist mit einem Malteserkreuz verziert, wie mein Onkel geschrieben hat. Kann ich da irgendwas machen? Wie die alten Zeichnungen. Kann es sein, dass eine Planetenkonjunktion bevorsteht? Mit diesen Steinen kann ich die Welt ein für alle Mal von jeglicher Gefahr befreien. Wenn wir die Kiste haben. Der Archäologe ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein. Ach ja, und deswegen stecken wir die Steine einfach mal in die Slots rein und hoffen, dass dann nicht zum falschen Zeitpunkt die Macht freigesetzt wird. Ja, ja. So, wir müssen dann wahrscheinlich den Siegelring noch irgendwo reindrücken. Keine Ahnung, wo rein. Vielleicht ist ja unser toller Gehilfe auch nur irgendwer. Man weiß ja nie. Noch ein Portal. Unglaublich. Das nennt man Versuch und Irrtum. Denk nach, Sylvie. Ja. Das funktioniert nicht. So, leider irgendwie nicht. Kann ich die jetzt bewegen? Ah. Ja, super geil. Aber weiß ich jetzt, wie das richtig sein muss? Wenn man sich die Rechnung ansieht, muss der Roller um die ganze Welt gereist sein. Sternkonstellation von Merkur, Venus, Jupiter und Saturn. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn. Merkur, Venus. Nee. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn. Den obersten kann ich ja nicht verändern. Vielleicht muss das nur irgendwie alle beinhalten. Schauen wir das einfach mal. Toll. Ja, irgendwo kommt hier noch der Archäologe ab.
Noch ein Portal. Unglaublich. Was für eine interessante Konstruktion. Was für eine interessante Konstruktion. Jedenfalls habe ich jetzt alle Zeichen eingestellt. Der Generator funktioniert. Es macht keinen Sinn, daran herumzuspielen. Natürlich halt nicht. Im Tageslicht sieht dieses prähistorische Gebäude genauso interessant aus wie bei Nacht. Der Archäologe ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein. Ja, wunderbar. Ich habe mir selber noch was gegraben. Ja, super. Ach je, ich glaube, ich werde zum Schluss nochmal auf die Lösung schauen, weil ich weiß, dass das Spiel jetzt bald vorbei sein müsste. Ist das James' Auto? Vielleicht. Ist das James' Auto? Na, mir reicht's. Ich werde gucken. Spiel speichern, wie immer. Willkommen zurück zu unserem letzten Part. Das weiß ich, dass es der letzte Part sein wird. Wir werden zum Tempel gehen und das Rätsel lösen. Ich hoffe mal, ich habe die Zahl behalten im Kopf. Ansonsten muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Ich habe schon wieder alles richtig gemacht, nur fehlt immer wieder ein kleines Fünkchen Intelligenz bei meinen Dingern. Oder es war ein kleines wenig seltsam. Naja. Oder ich bin einfach nicht für knifflige Sachen gemacht. Ja. So. Okay. So. Und da soll man angeblich auch nachlesen können. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn. Okay. Okay, gut, wunderbar. So. Merkur, Venus? Jupiter? Das ist mein Onkel wäre stolz auf mich. Saturn. So. Also. In der Reihenfolge. Merkur, Jupiter, Saturn. Nö. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn. So. Hier unten muss Saturn hin. Das Glück ist mit den Mutigen. Merkur, Venus. Ja. Lässt du auch einen Kirchenspruch ab, dann weiß man schon, was richtig ist. Hier muss Jupiter hin. Hier muss Venus hin. Nee, andersrum. Das Glück ist mit den Mutigen. Noch ein Portal.
Unglaublich. Das hätte ich schwören können, dass das richtig war. Schauen wir nochmal nach. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn. Merkur, Venus, Jupiter. Ah. Weiter so. Onkel! Gehen Sie zur Seite, ich nehme diese Kiste. Wie können Sie es wagen? Nein! Aus dem Weg, ich habe Befehle. James! Fallen lassen, Grank. Sie bekommen die Kiste nicht. Und Sie auch nicht. Der Vatikan wird uns diese Chance nicht wegnehmen. Es gibt keine Apokalypse. Fallen lassen, sage ich. Sylvie, entfesseln Sie die Macht aus der Kiste. Ja. Ich muss diese Macht entfesseln. Tun Sie es nicht. Sie wissen nicht, welches Elend Sie über die Menschheit bringen. Bitte. Nein, Sie liegen tun falsch. Tun Sie es nicht. Ich weiß genau, was ich tue. Sie sind doch verrückt. Ich brauche diese Kiste. Koste es, was es wolle. Einen Moment. Anderson, erschießen Sie sie. Sonst werde ich das erledigen. Tun Sie es nicht. Nein! Entfesselt. Nun nimmt sie niemand. Wir sind frei. Wer weiß, vielleicht haben Sie gerade das Geheimnis von Sodom und Gomorra gelöst. Nehmen Sie dies. Das sollte Ihre Theorie unterstützen. So, das war Testament of Sin. Und ja, ich fand die Rätsel teilweise schon etwas schwierig. Naja, ich fand sie schwierig. Wahrscheinlich fanden sie andere ganz einfach. Ich fand es halt manchmal blöd, wo man klicken musste. Und ja, ich muss sagen, es stimmt schon, was im Internet geschrieben war, dass wenn es richtig losgeht, das Spiel eigentlich schon vorbei ist. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Weil man hätte sich ja jetzt schon noch ein bisschen mehr erhofft. Also ich habe gelesen, dass man 6 bis 10 Stunden braucht. Und wir können jetzt mal ja in die Playlist gucken, wie viele Stunden ich daran gesessen habe. Ich weiß es nicht. Es kann schon sein, dass ich 10 Stunden dran saß. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Man fühlt sich irgendwie so, weiß nicht, komisch, wenn ein Spiel nach 10 Stunden vorbei ist. Also die meisten Spiele dauern ja schon 40, 50 Stunden. Also 5 mal 6 mal so lange. Might and Magic 6 wird 100 Stunden dauern wahrscheinlich ungefähr und ja. Dann können wir mal überlegen, was mit der Idee so war. Also mir ist eigentlich ganz egal, wer da jetzt durchrennt. Die Idee mit dieser Weltuntergangsmacht. Ja, okay. Was war denn in der Kiste drin? Irgendwas Göttliches? Ja. Und Sternkonstellation haben wir ja schon bei Tomb Raider kennengelernt. Sternkonstellation und Macht und so weiter und so fort. Und ich glaube, da unten, da kam der letzte Kram. Und jetzt haben wir das Spiel abgeschossen.
Und, ja, was schauen wir denn mal hier? Ach, hier können wir uns die ganzen Filmchen nochmal angucken, die da ja im Spiel vorhanden sind. Auch hier das letzte Filmchen nochmal. Ja, das ist doch ein ganz nettes Feature. Ja. Mitwirkende Grafikoptionen. Nochmal mitwirkende angucken. Weil das doch so schön war, der Hintergrund. Ja. Jetzt sind übrigens andere Symbole hier im Hintergrund, oder war das eben auch schon? Ah, ne, jetzt hat sich's geändert. Die kennen wir ja schon. Ja. Also, ich hab das Spiel jetzt für 4 Euro oder 3 Euro bekommen. Und dafür finde ich es okay. Es wurde wohl früher für den vollen Preis verkauft. Und da hätte ich mich wohl auch sehr geärgert, wenn ich es mir für den vollen Preis geholt habe. Und ja, so finde ich, ist es so ein ganz nettes Spiel. Das Problem ist bei so kurzen Spielen, wenn da jetzt keine, da ist auch bestimmt in diesem Spiel kein Zufallsgenerator dabei, dass irgendwelche Rätsel anders zu lösen sind. Das heißt also, nach einmal spielen ist man mit dem Spiel durch. Dann kann man es weiter verschenken. Und das finde ich halt schade daran. Ja, ich hatte eigentlich überlegt, dass ich mir den zweiten Teil davon auch hole, aber wenn das jetzt wirklich so kurz ist, ich weiß nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob er noch bei Saturn in der Krabbelkiste liegt. Ja, ich mache Werbung für einen Markt. Ich kann das auch bei Amazon bestellen, aber da muss ich wahrscheinlich mehr bezahlen und dann hole ich mir lieber aus der Krabbelkiste. Ja, der zweite Teil soll wohl länger sein und wohl auch besser. Ja. Und deswegen werde ich wohl da doch mal zur Krabbelkiste oder zu eBay greifen und mir den nächsten Part holen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich nicht so oft in die Komplettlösung gucken muss. Und da gehen wieder die Lyrics durch und ich schaffe es nicht schnell genug Bye-bye zu sagen. Deswegen sage ich jetzt hier Tschüss und bis zum nächsten Testament of Sin. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu oder schaut sonst auch meine anderen Let's Plays an, die ich auch teilweise zusammen mit meinem Freund mache. Und vielleicht macht er dann auch schon jetzt, wo dieses Video rauskommt, sein eigenes Let's Play. Hatte da sowas durchscheinen lassen und da würde ich mich auch drüber freuen. Sehen wir ja dann. Und ja, bis bald.